Hi und damit willkommen zur allerersten Ausgabe der Venues im Jahr 2021. Schön, dass ihr immer noch mit am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr. Vergangene Woche gab es ja keine Ausgabe, das lag einfach daran, Silvester, Weihnachtsfeiertage, Family war da und so weiter. Dementsprechend konnte ich mal nichts an YouTube machen und auch nicht am Van weiterbauen, aber das war vielleicht auch mal ganz gut so. Jetzt geht's aber natürlich umso intensiver weiter hier auf dem Channel. Es folgen viele Videos, es wird sich nochmal einiges am Van tun und in 2 bis 3 Wochen geht es ja dann schon auf große Reise los durch Europa. Ich hoffe, das Ganze klappt auch mit Corona. Nichtsdestotrotz steht die Technikszene natürlich nicht still, auch da hat sich wieder einiges Spannendes getan. Informationen wie immer von Cashys Blog, Link in der Videobeschreibung. Jetzt geht's los mit den heutigen Themen. Ganz viel Spaß! Ihr könnt es euch schon denken, dieses Jahr wird es natürlich keine klassische CES in Vegas geben wie sonst die Jahre. Nein, dieses Jahr wird das Ganze natürlich eher online stattfinden. LG hat da jetzt schon ein sehr, sehr interessantes Produkt vorgestellt, welches auf deren Seite im Bereich Smart Home eben zu finden ist. Und das Ganze nennt sich Smart Bed. Dabei handelt es sich um einen smarten OLED-Screen, welcher transparent ist und für verschiedene Zwecke zum Einsatz kommen kann. Beispielsweise könnten dadurch in Zügen die Scheiben durch diese Screens ersetzt werden und man könnte an den Screens dann eben irgendwelche Infos bekommen. TV-Sendungen könnten da laufen und so weiter. Sie haben auch ganz nett damit geworben, dass es beispielsweise in einem Sushi-Restaurant eben auch als Menü oder als Auswahl eben eingesetzt werden könnte, man aber gleichzeitig auch noch durchschauen könnte und den Koch dahinter beim Kochen oder beim Zubereiten des Essens zuschauen könnte. Gibt auf jeden Fall spannende Einsatzzwecke. Das Ding soll sich nochmal deutlich verbessert haben im Vergleich zu den Produkten, die sie eben bisher entwickelt haben. So erreichten beispielsweise die bisherigen Panels von LG eine Transparenz von bis zu 10%. Bei diesem neuen Produkt ist eine Transparenz von eben bis zu 40% möglich, was schon eben eine deutliche Steigerung ist. Meinung dazu gerne in die Kommentare. Absoluter Future-Shit, wenn ihr mich fragt, aber ziemlich, ziemlich cool, wenn das Zeug dann wirklich mal serienmäßig beispielsweise in Zügen an den Scheiben zum Einsatz kommt. Wahnsinn. Apple erleidet eine Niederlage im Gerichtsprozess gegen Corellium. Corellium bietet bestimmten Partnern über seine Sicherheitssoftware quasi den Zugriff auf virtuelle iPhones am Computer an. Das Ganze hat den Hintergrund, dass dadurch eben Sicherheitslücken erforscht werden können und gegebenenfalls dann eben an Apple weitergegeben werden können und geschlossen werden oder beseitigt werden. Apple wollte die auch vor 2 bis 3 Jahren, glaube ich, aufkaufen. Die kamen zu keiner Einigung und danach kam dann eben direkt die Klage, dass Corellium eben hier eine Urheberrechtsverletzung mit dieser Software begeht. Corellium sagt aber, das Ganze dient wirklich nur der Forschung gegen Sicherheitslücken und man gebe eben diese Software auch nicht an jeden x-beliebigen Nutzer raus, sondern das Ganze wird immer geprüft und dementsprechend hat Corellium hier jetzt eben Recht bekommen und Apple hat das Ganze verloren. Zusätzlich hat Forbes Corellium dann sogar zum Cybersecurity-Produkt des Jahres 2020 gewählt. Das brandneue Xiaomi Mi 11 soll einen nochmal extrem verbesserten Nachtmodus bei der Kamera besitzen. Im Gegensatz zu Fotos, bei denen man ja die Belichtungszeit einfach ein bisschen ändern kann, ein bisschen länger machen kann, damit das Foto heller wird, auch nachts, ist es bei Videos ja nicht ganz so einfach. Hier gibt es jetzt ein Unternehmen Blink AI, mit welchem Xiaomi hier zusammenarbeitet, welches dafür sorgt, dass jedes einzelne Bild, jeder einzelne Frame in Echtzeit sozusagen verbessert wird. Blink AI greift dabei auf die Neural Processing Unit des Snapdragon 888 zurück. Ihr seht hier gerade mal ein kleines Video. Ich finde, teilweise ist es halt auch ein bisschen wieder übertrieben, wie arg hier überbelichtet wird, dann die hellen Stellen nachts. Klar, alles sieht insgesamt schon relativ hell aus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welcher Nachtmodus der verschiedenen Smartphones, welche ihr vielleicht in letzter Zeit mal irgendwie gesehen habt, getestet habt oder selbst besitzt, welcher euch da am meisten überzeugt. Ich muss sagen, Google und Apple gefallen mir hier aktuell am besten von den Nachtmodi, aber schreibt mir das, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. So, abschließend gibt es noch 2 kleine Quick-Tipps im Bereich einmal Mac und einmal im Bereich Google Pixel Smartphones, denn beim Mac gibt es immer mal wieder das Problem, habe ich zumindest schon von einigen Nutzern gehört, so auch Cashy hier berichtet im Blog, dass das WLAN wirklich katastrophal langsam ist, sobald man die Funktion entsperrend mit Apple Watch eben aktiviert hat. Wenn es bei euch auch der Fall sein sollte, probiert es einfach mal, diese zu deaktivieren, diese Funktion, und schon könnte euer WLAN-Problem behoben sein. Weiter geht's mit dem Google Pixel-Tipp, und zwar, da hat ja Google ein adaptives Charging vorgestellt, welches eben dafür sorgt, dass euer Smartphone sehr schonend aufgeladen wird, sehr, sehr langsam, damit der Akku eben kaum an Leistung über die Zeit verliert. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn ihr einen aktivierten Wecker habt, denn dann weiß das Smartphone sozusagen, okay, es ist Nacht, ans Smartphone wird nicht drangegangen, das Teil wird jetzt langsam vollgeladen, anstatt eben mit Quick Charge vollgeballert.
Finde ich ziemlich strange, denn wenn ihr beispielsweise keinen Wecker aktiviert habt und es trotzdem so laden wollt, geht das Ganze nicht. Eventuell kommt da ja schon bald noch ein Update seitens Google. Ja, das war's schon wieder mit den Tech News diese Woche. Jetzt geht's zu den Van News, denn da hat sich wieder ein bisschen was getan, auch wenn ich wie gesagt kaum weitermachen konnte. Ich würde sagen, ich schnapp mir jetzt mal direkt die Kamera und zeige euch, was sich so ein bisschen getan hat. So, das erste, was sich getan hat, das filme ich jetzt einfach mal kurz mit dem Smartphone, denn dann kann ich euch auch richtig zeigen, was sich getan hat, und zwar dieser Monitor. Den habe ich mir jetzt installiert. Dabei handelt es sich um den EW3280U. Hier ist auch noch eine passende, ja, Monitorhalterung von BenQ, welche eben einige Winkel besitzt. Dementsprechend kann man das Ganze hier ziemlich easy, ich zeige euch das einfach mal kurz, ich ziehe es jetzt mal hier hin. Also ihr seht schon, jetzt ist der Monitor hier so mitten im Raum, da steht gerade die Kamera. Ich kann jetzt einfach hier mich hinsetzen, könnte hier dann den Tisch aufbauen, mein Laptop hier, mein MacBook drauf anschließen und dann dementsprechend easy arbeiten. Filme können drüber geschaut werden, ich kann drüber zocken. So, ich mache das Ganze gerade mal wieder zurück. Und es ist eben auch noch zusätzlich super praktisch, wenn ich hier eben ein Video im Van drehe, dass ich mich hier einfach nochmal in groß sehe, gucke, ob alles passt mit der Belichtung, ob alles scharf ist und so weiter. Deswegen, das ist Nummer 1. Nummer 2 sieht man besser von außen. Ich zeige es euch trotzdem gerade nochmal kurz schon hier. Ja, das hier ist ein Echtglasfenster. Werde ich euch gleich von draußen zeigen. Es ist komplett getönt, komplett schwarz. Man sieht hier gar nicht rein. Mega, hier auf der anderen Seite könnt ihr gerade mal kurz sehen, ist aktuell eben noch, ja, Plexiglas drin. Und das wird eben auch noch gegen Echtglas getönt in Schwarz getauscht. Wie gesagt, hier habe ich das Ganze schon gemacht und auf der anderen Seite wird es dann eben befolgen. Die nächsten Tage schon werdet ihr dann hier das passende Umbauvideo sehen. Ich würde sagen, jetzt geht's wieder kurz an die richtige Cam. Nehmt euch mit raus und zeige euch, wie das Ganze von außen aussieht. Ich bin wirklich super zufrieden geworden mit dem Ergebnis. So, und damit zeige ich euch erstmal die nicht getauschten Fenster sozusagen. Hierbei handelt es sich aktuell um diese ganz klassischen Dometic S4 Fenster, Maße 90 x 45 cm. Ja, und hier gefällt mir halt nicht, wenn man hier mal so seitlich hingeht, dann seht ihr, dass hier so eine Wölbung ist und die feiere ich halt überhaupt nicht. Und das Ganze, ja, sieht optisch einfach auch nicht so schön aus, auch gerade wenn man von innen eben dieses, ja, den Sichtschutz und diese Isolierung eben dran hat, sieht es von außen doch eher nicht so geil aus, vor allem wenn hier alles in Schwarz gehalten ist. Deswegen, ihr seht, die beiden Fenster sind noch nicht getauscht. Und jetzt gönnt euch mal, wie das Ganze eben auf dieser Seite hier aussieht. Und das ist jetzt, ja, einfach schon mal was ganz anderes, oder? Ihr seht, man sieht auch gar nicht rein. Hallo? Hier mit Kabelgehör gerade noch drum. Ja, gefällt mir einfach super. Und wenn ich jetzt hier auch mal so seitlich hingehe, die sind einfach plan anliegend und eben ohne diese Wölbung. Das Ganze ist Echtglas von der Firma Vanglas. Und wie gesagt, da werde ich euch auch noch eine detaillierte Einbauanleitung dann liefern, wie das Ganze funktioniert. Aber so sieht das an sich schon mal aus. Mega, oder? Das sind die beiden Sachen, die sich eben, ja, die Woche noch am Van getan hat. Morgen kommt wahrscheinlich dann auch noch Beamer und Leinwand rein. Freue ich mich auch schon. Wir gehen wieder rein. Puh, eisig kalt. Ja, das hat sich also am Van getan. Wie ihr seht, nicht allzu viel, aber ich freue mich schon riesig, wenn dann nicht nur dieses Fenster hier gegen Echtglas getauscht wurde, sondern eben auch die nächsten beiden. Dann folgt natürlich auch schon der Umbau-Vlog auf YouTube dazu. Wie man das Ganze auch einbaut, werde ich auch im genauen Detail nochmal erklären. Und dann geht es wirklich immer schon mehr Richtung Ende. Diese Woche mache ich mich dann auch mal ans Wassersystem ran. Kurze Sache noch, und zwar, es gab ja ein Gewinnspiel vor Weihnachten, welches bis zum Neujahr ging. Also gestern wollte ich das Ganze eigentlich auflösen. Ich dachte mir aber, da ihr jetzt hier nochmal die Tech News heute seht, samstags, werde ich das Ganze heute Abend eben in der Instagram Story auflösen. Schaut da gerne vorbei. Vielleicht habt ihr das Poco X3 NFC oder den neuen Echo Dot der vierten Generation mit den beiden Philips U-Birnen gewonnen. Wie gesagt, gibt's in der Instagram Story heute Abend. Also einfach mal reinschauen. Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Ansonsten sage ich herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao.